Also wenn ihr sehen könntet, was hier so zwischen den einzelnen Drehs abgeht, ihr würdet euch wegschmeißen, echt. Wie ich hier durch die Bude hüpf, da würdet ihr auch denken, Alter, der läuft doch nicht ganz rund. Einfach leckere Gerichte für jeden Tag, das bekommt ihr bei mir. Zwischenzutaten sind ein super Start für ein leckeres Essen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tasty for You. Mein Name ist Stefan. Und heute gibt es Gemüse, 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 Gemüse. Und zwar in einer Auflaufform. Super lecker als Beilage, kann man aber auch einfach so essen. Mit einer Scheibe Brot zum Eintauchen, wenn man will. Man kann das Fleisch komplett weglassen. Ist natürlich ein bisschen was tierisch dabei, nämlich die Butter. Aber ansonsten, glaube ich, ist das alles hier wegen Dingsbums. Tarisch, gar nicht, Laktose, Krams, Blinks. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen... Ne? Guckt euch das einfach mal an bei den Zutaten her. Und dann müsst ihr mal gucken, ob das was ist für euch oder vielleicht auch nicht. Apropos Zutaten, hier sind sie. Ich habe für euch heute vorbereitet einen Blumenkohl. Und zwar, ich hatte so einen mittelgroßen, schaut mal hier, der ist also so groß. Das ist die Schale, wo ich das Ganze schon reingeschnitten habe. Ich habe das bereits vorbereitet. Ich habe die Röschen abgeschnitten und den Strunk habe ich natürlich in den Kühlschrank gelegt für die nächste Gemüsebrühe. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, zack, da oben zeige ich es euch. Und dann habe ich hier natürlich die gleiche Menge ungefähr an Möhren, Karotten. Und die habe ich jetzt schon fertig. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, und deswegen fangen wir damit auch schon gleich an, weil das am meisten Zeit nimmt. Ich habe hier bereits einen Timer gestellt auf 5 Minuten. Und wir bringen jetzt einmal das Wasser zum Kochen. Auch da war ich natürlich schon, habe mitgedacht, ist nicht so oft der Fall, aber manchmal tatsächlich doch. Und habe das Wasser natürlich schon zum Kochen gebracht. Wir werden das Gemüse 5 Minuten vorkochen, damit es nicht ganz so hart in die Auflaufform geht. Und dazu geben wir das einfach vorsichtig in den hier bereits vorbereiteten Topf, dem Blumenkohl und die Möhren. Das ist gut gesalzenes Wasser. Gut gesalzenes Wasser heißt, ich nehme wirklich, was weiß ich, 2-3 Teelöffel auf diese Menge. Das ist natürlich auch eine ganze Menge Wasser, was hier drin ist. Ich weiß nicht, 2-3 Liter oder sowas. So als Anhaltspunkt sollte euch Nudelwasser dienen. Denn Nudelwasser sagt man ja pro Liter 10 Gramm. Und das ist ja auch, also ich finde, es gibt, ist ja nichts Schlimmeres, als wenn das alles irgendwie keinen Geschmack hat oder sowas. Also, das Gemüse ins Wasser, den Timer starten, 5 Minuten und die Zeit läuft jetzt. Während das Gemüse kocht, kümmern wir uns um die restlichen Zutaten. Was haben wir denn noch dabei? Ich habe hier 2 Gewürze liegen von Just Spices. Ihr wisst ja, ich arbeite mit den Jungs und Mädels von Just Spices zusammen. Ich finde sie super cool, geiles Design, junges Unternehmen und wirklich tolle Gewürze mit einer ganz, ganz hochwertigen Qualität. Die könnt ihr mittlerweile natürlich auch schon in einigen Läden kaufen. Ihr könnt sie aber auch bei mir bestellen. Unten gibt es einen Link und wenn ihr einen Bestellwert über 20 Euro habt, dann gibt es von mir auch noch, beziehungsweise von Just Spices und der Kooperation, eine Gemüsebrühe ohne Zucker dazu. Einfach so kostenlos obendrauf. Ist eine ganz schöne Sache und ihr kriegt es nach Hause geliefert. Könnt euch alles aussuchen. Es gibt tolle Sets. Ich benutze ganz viel die Reingewürze. Also schaut einfach mal, vielleicht ist ja was für euch dabei. Dann dabei eine frische Muskatnuss. Dann habe ich dabei, deswegen schmecken meine Sachen auch immer leckerer als die von anderen, einen Teelöffel Zucker. Denn während meines Praktikums hat mir mal, also ich habe mal als Koch Praktikum gemacht, das ist aber schon Jahrzehnte her, da hat mir mal ein Koch gesagt tatsächlich, Bäcker sind die besseren Köche. Ich habe ja Bäcker gelernt und habe ich gefragt, warum? Hat er gesagt, ganz einfach, weil die überall Zucker mit dran machen. Und das ist tatsächlich so. Ich finde immer, Zucker rundet ab. Ebenso in diesem Fall. Dann habe ich hier nachher zum Bestreuen Käse drin und zwar habe ich Cheddar genommen, weil ich immer finde, der hat einen schönen Geschmack. Hm? Ist ja bei uns in Deutschland gar nicht so übrig, da nimmt man ja Edamer, oder Gouda oder was auch immer. Cheddar kommt ja mehr so aus dem englischen Raum. Ich persönlich mag den aber sehr, sehr gerne, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Probiert es einfach mal aus, ich habe hier so eine fertig geriebene Mischung geholt. 50 Gramm Butter, ich habe ja gesagt, ein bisschen was Tierisches ist auch dabei. Ansonsten ist es relativ gemüselastig, sagen wir es mal so. Dann noch ein bisschen Mehl, und zwar 50 Gramm. Dann haben wir hier 300 Gramm Gemüsebrühe und ich habe 500 Gramm Milch. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Auflaufform. Ich habe mir diese ausgesucht, da passt das nachher gut rein, alles zusammen. Und ihr könnt euch ja mal anschauen, was ihr für eine Form habt und passt dann die Rezeptangaben ein bisschen an. Müsst mal gucken, aber wie gesagt, wenn ihr so eine Form habt, da passt das eigentlich ganz gut rein. So, und dann heißt es 5 Minuten warten, bis die Kochzeit um ist. Wir sind bei 2:37, also einen kleinen Moment dauert es noch. Die Zeit ist um. Ich habe jetzt das Ganze 5 Minuten kochen lassen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich habe mir hier ein Sieb mitgebracht und einen Teller. Und dort gebe ich jetzt das Gemüse mit einer Schaumkelle rauf. Dann kann das schön nochmal abtropfen. Denn ich möchte nicht,
das ganze Wasser, was vielleicht noch in dem Gemüse jetzt drin steckt, dass das mit in die Auflaufform geht, weil dann verwässert das nachher. Das wollen wir auf keinen Fall. Und wenn wir das jetzt so abtropfen lassen, dann ist das gleich relativ trocken. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon den Backofen angestellt. Das könnt ihr natürlich auch schon machen, wenn ihr das Rezept nachmacht. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das ist die Temperatur, die wir wollen und brauchen. Schaut mal, so sieht das Gemüse aus. Es dampft jetzt so richtig schön vor sich hin. Und das kann jetzt hier schön stehen bleiben. Und den Topf, den gießen wir jetzt einmal kurz das Wasser aus, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr mit. Jetzt wird vielleicht der oder die eine oder andere von euch sagen, ja, aber das Wasser vom Gemüse, das hätten wir doch auch nutzen können für die Soße. Das stimmt zwar, aber ich wollte es mit Brühe machen. So, und den Topf können wir aber selbstverständlich wieder nutzen. Und da machen wir jetzt den Herd auch gleich wieder an. Volle Pulle. Und dann kommt die Butter hinein. Als Grundsoße für diesen Auflauf dient uns eine Bechamelsoße. Oder bei uns im Norden sagt man dazu auch Mehlschwitze. Dazu macht man nichts anderes, als dass man Butter schmilzt, im Topf aufschäumen lässt. Dann gibt man Mehl hinzu, verrührt das Ganze. Und lässt es kurz anrösten und dann löscht man das mit den Flüssigkeiten nach Wahl ab. Das ist in diesem Fall die Gemüsebrühe sowie die Milch. Und jetzt seht ihr das, die Butter schäumt, die Butter ist aufgelöst. Jetzt geben wir das Mehl hinzu und verrühren das mit der Butter. Ich nehme dazu immer einen Schneebesen, andere nehmen dazu Holzlöffel. Ich finde, das ist immer vollkommen okay. Seht mal, jetzt fängt das so ein bisschen an zu rösten und zu brutzeln. So möchte ich das auch gerne. Und jetzt, wenn das dann der Fall ist, gebe ich schon mal die Brühe hinzu und verrühre direkt und gebe auch direkt die Milch hinzu. Und ihr habt gesehen, das zieht natürlich sofort an, das heißt, es dickt sofort an. Und da müsst ihr immer schön schnell sein mit dem Rühren. So, dann kommen die Gewürze hinzu, nämlich der Zucker. Dann kommt hinzu, ich nehme immer einen guten halben Teelöffel Pfeffer. Ich habe hier die 5 Pfeffermischung von Just Spices. Und natürlich darf auch nicht fehlen eine gute Prise Salz. Also in diesem Fall nehme ich einen halben Teelöffel. Dürft nicht vergessen, die Brühe, mit der ihr abgelöscht habt, die hat ja auch schon Salz. Und zur Not könnt ihr im Nachhinein nochmal nachwürzen. So, und dann rühren wir das Ganze und lassen es 2 Minuten aufkochen. In der Zwischenzeit nehme ich mir jetzt schon mal die Auflaufform und das Gemüse. Und ich räume hier erst einmal kurz schnell auf. Das sieht ja aus hier. Ich finde ja, man muss das mal aufräumen, zwischendurch sieht scheiße aus sonst. So, und nicht vergessen, Muskatnuss muss natürlich auch noch in die Soße hinein. Muskatnuss passt immer hervorragend zum Blumenkohl. Wie viel ihr da macht, müsst ihr gucken. Ihr könnt auch schon den gemahlenen nehmen. Aber wenn ihr einen Tipp von mir haben wollt, nehmt immer frisch gemahlene Muskatnuss, weil da habt ihr viel mehr Aroma drin als in dem bereits fertig gemahlenen. Fertig nochmal aufkochen, sobald das Ganze kocht. Dann könnt ihr die Hitze ein bisschen reduzieren. Ihr könnt natürlich auch mal probieren, ob euch das schon schmeckt. Hervorragend. So, und dann nehmt ihr das Gemüse und gebt das einfach in die Auflaufform hinein. Verteilt das so ein bisschen so, wie ihr das haben möchtet. Schaut mal, so sieht das gut aus. Und natürlich vorsichtig sein, dass ihr euch nicht verbrennt, denn die haben wir bis gerade vor 2 Minuten noch gekocht. Das heißt, der ganze Kram ist heiß, ne? So. Und schaut mal, jetzt kocht die Soße. Und die nehmen wir jetzt und gießen einfach das über den Auflauf. Könnt ihr das sehen? Das könnt ihr sehen. So,
Und dann, ihr werdet es erahnen, bleibt eigentlich nur noch eins nach. Es hilft immer, viel Käse zu nehmen. Und in diesem Sinne streuen wir jetzt einfach noch den Käse oben drüber. Den Cheddar. Ich habe hier 250 Gramm genommen. Wenn euch das zu viel ist, nehmt gerne weniger. Ihr könnt natürlich auch anderen Käse nehmen. Ihr könnt die Menge ein bisschen variieren. Ich finde, immer beim Käse kann es gar nicht zu viel sein. Deswegen ist das jetzt auch vollkommen in Ordnung. Boah, das sieht hier schon wieder aus. Unfassbar. So, seht mal. Hä, wieso piept der denn jetzt? Schaut mal, ich halte euch das mal hier drunter. So sieht der Auslauf aus. Der geht jetzt in den Ofen für 20 Minuten bei 180 Grad. Ofen ist vorgeheizt, Ober- und Unterhitze. Und wenn er aus dem Ofen kommt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, die Zeit ist um und ich habe nach den 20 Minuten noch einmal den Backofen auf Grillen gestellt, auf die Temperatur auf 210 Grad erhöht und sie noch 2 Minuten drin gelassen, einfach, dass er von oben noch ein bisschen mehr Farbe bekommt. Und jetzt hole ich ihn aus dem Ofen. Und schaut mal, ich glaube, besser kann der nicht aussehen. Ich halte ihn euch noch einmal nach oben. So, guck mal. Brutzelnd, knisternd, blubbernd und mit einer schönen Käsekruste oben drauf. So sieht er jetzt aus, unser Blumenkohl-Möhren-Auflauf. Da können wir jetzt natürlich nicht direkt beigehen, weil der ist natürlich viel zu heiß. Den lassen wir jetzt ein paar Minuten abkühlen und stehen und dann geht es ans Probieren. Wir haben lange genug gewartet, jetzt müsste das Ganze eigentlich passen. Und dann nehmen wir uns einfach mal... Oh, es ist vielleicht auch noch ein bisschen heiß. Aber das kennt ihr ja schon bei mir. Oh, das kann ich noch nicht so probieren. Das geht noch nicht. Aber ich kann euch das schon mal dicht unter die Kamera halten, damit ihr einfach mal seht, wie das Ganze aussieht. Aber was mache ich jetzt, damit ich mir nicht so den Schnabel verbrenne? Wahrscheinlich pusten, oder? Oh. Oh mein Gott. Das schmeckt wirklich. Ich finde dafür gar keine Worte. Das ist so gut. Jetzt nochmal eine Möhre probieren. Je nachdem, wie dick ihr die Möhren schneidet, sind die natürlich entweder noch ein bisschen al dente. Oder, wenn ihr kleinere Möhren habt, sind die natürlich auch schon ein bisschen weiter durch. Na, aber das ist vollkommen in Ordnung. So, vorsichtig. Mich hier nicht rumsauen. Das ist noch ein kleines Stück Käse, das will ich mit dabei haben. Wisst ihr, was das Allerbeste an Tasty for You ist? Manchmal auch das Schlimmste, aber meistens das Allerbeste, dass ich das alles probieren und essen darf. Dieser Auflauf lässt keine Wünsche offen. Er hat super schönes Aroma. Man schmeckt den Blumenkohl, man schmeckt die Möhren. Man hat Muskatnuss. Ich habe jetzt zum Schluss natürlich noch ein bisschen Liebe drüber gemacht, ein bisschen frisch gehackte Petersilie drauf. Der Cheddar ist die perfekte Kombination dazu. Ja, was soll ich sagen? Ist echt gut. Wenn euch das zu viel Soße ist, könnt ihr die Soße, das Rezept natürlich auch halbieren. Auch das überhaupt kein Problem. Dann wird es natürlich ein bisschen trockener. So ist es perfekt. Ich könnte mir das gut vorstellen mit einer Frikadelle, mit einer Hähnchenkeule, mit irgendwas kurzgebratenem, mit einem Stückchen Schweinefilet dazu oder so. Aber man kann es natürlich auch so essen, einfach mit einem leckeren Baguette und einfach nur den Gemüseauflauf mit einem leckeren Brot essen. Also ich kann euch das nur ans Herz legen, müsst ihr unbedingt machen. Es ist super einfach, es ist super lecker. Und dann schaut einfach mal, ob euch das Ganze vielleicht auch so geschmeckt. Ich freue mich über eure Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Wenn ihr wollt, schaut einfach mal auf meiner Homepage nach oder jetzt hier auf dem Kanal. Ne? Nee, da müsst ihr machen. Da, schaut einfach mal hier auf meinem Kanal nach. Ansonsten verlinke ich euch natürlich noch einige Videos am Ende und freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sage ich. Mein Name ist Stefan und ihr schaut einen der schönsten Kochkanäle der Welt. Tasty for You. Bis dann, mach's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.